du ein cooles Blues-Riff auf der Akustikgitarre spielst, das erfährst du in diesem Video. Wie sich das Riff anhört, hörst du jetzt. Viel Spaß! Okay, schauen wir uns das Riff mal an. Wichtig zu wissen ist, dass das ganze Riff in einem Shuffle-Rhythmus gespielt wird. Das heißt einfach, dass wir keine normalen Achtel spüren, sondern dass wir Triolen haben quasi. Also wir haben immer dieses Triolen-Feeling im Kopf. Also genau, das müssen wir einfach wissen, um den Rhythmus gescheit umzusetzen. Und jetzt haben wir von den Akkorden her eigentlich eine normale Blues-Form und wir sind jetzt in A, das heißt, wir spielen ein A-Blues und starten in der ersten Zeile mit einem A7. Das A7 spielen wir mit einem Barré-Akkord, den greifen wir dann hier im fünften Mund mit dem Zeigefinger, legen den Barré und spielen dann mit dem Ringfinger den siebten Mund auf der A-Seite und mit dem Mittelfinger den sechsten Bund auf der G-Seite. Alle anderen Seiten werden dann von dem Zeigefinger gedrückt, sodass wir dann diesen Akkord haben. Genau, das wäre ein A7. Und den spielen wir jetzt zweimal an. Und beide werden ziemlich kurz gespielt. Also wir spielen den Ton an und gehen dann direkt wieder mit der Greifhand hoch, sodass der Ton sehr kurz erklingt. Also genau, und dann haben wir immer so ein kleines Lick. Das kommt dann auch noch ein paar Mal vor in dem Riff. Und zwar spielen wir dazu den siebten Bund auf der D-Seite mit dem Ringfinger, spielen den Ton an, klappen den Finger dann um auf die G- und B-Seite und spielen die dann gleichzeitig an und gehen wieder zurück auf die D-Seite in den siebten Bund. Also, genau, dann geht es in den zweiten Takt. Da haben wir jetzt eine kleine Vorschlagsnote mit dem Zeigefinger im fünften Bund auf der G- und B-Seite. Wir schlagen die beiden Töne an und machen dann ein Hammer-On mit dem Mittelfinger auf den sechsten Bund auf der G-Seite. Also und das muss ganz schnell gehen. Also wir schlagen den fünften Bund an und haben dann direkt mit dem Mittelfinger auf den sechsten Bund. Und dann haben wir folgendes Lick. Das kannst du auch gut mal getrennt üben, also einfach nur das Lick. Weil das brauchen wir jetzt gleich noch ein paar Mal. Genau, dann spielen wir wieder das A7. Und dann spielen wir einmal den dritten Mund auf der E-Seite. Das ist dann wieder so ein Übergangston quasi wieder zum A hin. Also einmal die beiden ersten Takte. 3, 4. Und dann wiederholt sich der erste Takt. Dann haben wir einen kleinen Aufgang zum D. Und zwar haben wir jetzt hier ein C9. Wäre dann mit dem Mittelfinger in dem dritten Bund auf der A-Seite, mit dem Zeigefinger im zweiten Bund auf der D-Seite, mit dem dritten Finger im dritten Bund auf der G-Seite und mit dem kleinen Finger. Den kannst du dann über die B- und E-Seite legen und hast dann einen 9er-Akkord. Auch sehr gängig im Blues-Bereich. Und den Akkord, den verschieben wir jetzt einfach. Also dritte Bund mit dem Mittelfinger, vierte Bund und dann landen wir auf dem D9. Genau. Und den spielen wir dann wieder zweimal an. Dann haben wir hier ein Esus 2 über D. Klingt kompliziert, aber eigentlich rutscht dazu einfach nur der kleine Finger von dem D9 in den siebten Bund auf der E-Seite und der Rest bleibt gleich. Und dann haben wir den Akkord. Also einmal den ganzen Takt. Ja, und dann kommt wieder das Lick, was dann wieder zum A7 führt. Also dann wieder.
dann wandern wir zum E9 und das tun wir dann über das D9 und rutschen dann wieder chromatisch hoch zum E9. Also einmal die zweite Zeile, 3, 4. Dann wären wir in der dritten Zeile. Da starten wir dann mit einem E und wandern dann über das Dis auf das D. Also spielen dann wieder das Lick, dann auf das A7 und dann ganz zum Schluss nochmal zum E, wieder mit dem Aufgang über das D9, Dis9 zum E9. Genau, also nochmal einmal die letzte Zeile. Und dann als Schlussakkord spielen wir dann nochmal die erste Stufe, also das A7. Also noch einmal das ganze Stück. 1, 2, 3, 4. Ja, wir hoffen, dir hat das Riff gefallen. Wenn du noch Fragen hast, schreib uns die gerne mal unten in die Kommentare. Und falls du noch mehr auf der Akustikgitarre lernen möchtest, schau doch mal in unseren Akustikgitarre-Schnellstartkurs. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis dahin und ciao, ciao.